Willkommen, Freunde, zurück bei The Witcher. Wir müssen. Moment. Wir müssen mit Leuwarden sprechen, den wir hoffentlich jetzt am Deich finden, da wir jetzt tagsüber haben. Hoppala. Mal schauen, ob wir den finden oder ob der immer noch unauffindbar ist. Müssen wir erstmal wieder da hinten runter. Gesellschaft hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Natürlich, die Gesellschaft. Bewegt euch. Hoppala. Da hingen wir doch glatt an der Treppe fest. Naja. Ja, letztes Mal war er ja nicht da. Ich hoffe mal, es lag daran, dass Nacht war. Deswegen wäre es doch wünschenswert, wenn der jetzt, hoppala, wenn der jetzt da sich befindet, also wenn er jetzt da ist. Ja, irgendwo. Da ist er ja. Ihr schon wieder? Die haben euch in die Stadt gelassen? Seid ihr Leuwarden? Der bin ich. Reden wir. Ja? Ja? Ich denke, ihr zahlt für Salamander-Abzeichen. Ich weiß nur noch nicht warum. Ihr irrt euch. Warum so defensiv? Ich bin ebenfalls hinter den Salamandra her. Und kann es beweisen. Wenn das so ist, bringt mir drei Abzeichen. Dann reden wir. Ja? Wie laufen die Geschäfte? Glaubt ihr, ich verkaufe Runkelrüben? Ich mache Geschäfte, die ihr nicht einmal erahnen könnt. Verstehe. Ihr seht ohne Zweifel Gespenster. Ich warte hier auf wichtige Neuigkeiten. Reden wir. Ja? Okay, schade. Lebt wohl. Müssen wir jetzt Salamandra abzeichnen? Salamandra-Broschen bringen. Das heißt, wir müssen erstmal wieder Salamandra umlegen. Dann machen wir mal. Das ist irgendwo in Wiesemar. Okay. Das sind schreckliche Zeiten. Wird auf der Karte aber so nicht angezeigt. Wartet mal. Vielleicht, wenn wir drin sind. Sonst muss ich gleich nochmal genauer lesen, was da stand. Mal schauen. So. Schön, dass. Hey. Ah ja, jetzt wird's angezeigt. Okay. Wo müssen wir hin? Da. Ach ja, das ist ja das. Anderling. Das ist ja das, was ich nicht gefunden hatte. Man vergisst so viel. Ja, ist ja. Das ist nicht fair. Die Kranken da ist auch friedliche im Krankenhaus, Koexistenz. Die Anderlinge. Ihr seid groß und hässlich. Ja, danke. Ich vermisse das. Der Alkohol ist mein bester Rassist. Freund. Rassist! Wollt ihr euch lustig machen oder mich angrapschen? Verschwindet! Wir sind. Ja. Okay, da unten kommen wir gar nicht hin. Menschen sind seltsam. Huch, da war schon wieder der kleine Junge. Okay, was genau steht eigentlich hier? Es wird schwierig werden, nach Kolemans Tod Bistisch zu bekommen. Man sagt, dass einige Salamandra etwas dabei haben. Ja, toll. Das hilft jetzt nicht weiter.
Dann machen wir das jetzt mal. Erstmal. Dann gehen wir... Moment, Haus der Halbelf. Wir sollten doch noch zu ihr. Ist das, wenn das jetzt direkt hier ist... Und wir gehen einfach mal rein. Huch. Kettmiel, Fatgern. Seid gegrüßt. Leider beherrsche ich die alte Rede nicht. Schade, weißer Wolf. Eure Sprache ist wie eine Steinaxt. Unsere wie das elegante Schwert der Virole Dan. Es liegt gut in der Hand. Egal, welche Technik man auch ausführt. Würdet ihr sie mir beibringen? Lernen braucht Zeit. Ein jugendlicher Verstand kann unsere Sprache in wenigen Jahren meistern. Aber um Palästrin zu formen... Ich habe mein Gedächtnis verloren. Vielleicht kannte ich eure Sprache einst. Wenn das stimmt, müsst ihr sie möglicherweise nicht neu erlernen. Ich werde Elfisch sprechen. Vielleicht versteht ihr es. Ja, jetzt wird's interessant. Das könnt... Mal gucken. Versuchen wir es. Es sehe für eine Wett. Ihr seid Fiaine Wett, das Sonnenkind. Fiaine heißt Sonne. Wett, Kind. Misene is Evon, ipont agvenelen. Moment. Mi war es wahrscheinlich ich. Also ich war... Ich würde sagen... Ich weiß nicht, was ihr gerade gesagt habt. Aber ich weiß, was ihr als nächstes sagen werdet. Ke? Eleine. Das bedeutet wunderschön. Arbeit. Das bedeutet... Wie sagt man das? Das bedeutet Kuss. Ihr seid ein begabter Schüler. Und ihr seid eine ausgezeichnete Lehrerin. Och. Geralt, du... Hoppala. Wer stört denn um die Uhrzeit? Moment. Ich verschwinde hier. Können wir nochmal mit dir reden? Mögen wir uns in besseren Zeiten treffen. Vafaye, Gwynblade. Okay. Hatten wir etwas Nachhilfeunterricht bei der Elfin? Jetzt gehen wir aber halb Elfin, um mal unkorrekt zu bleiben. Gut, zurück in die Sümpfe. Hallo Priester. Spenden werden stets gelohnt. Hier sehen sehr viele Leute noch sehr gleich aus. Hihi. Naja. Auf zurück in die Sümpfe. Ist die Kamera hier immer so schief? Da oben kommen wir eh nicht rein. Wer bist du? Ihr seht weder wie Waren aus Nilfgaard sind schäbig und billig. Ihr seht weder wie Waren aus Nilfgaard. Toll, wenn man zwei Sätze gleichzeitig sagt, oder? Fliegtauben. Hallo, bringst du uns wieder rüber? Transportdienstleistungen, günstig wie nie. Ja, ich weiß, 5 Orens. Bringt mich auf die andere Seite. Die Zeit steht nicht still. Habt ihr euch entschieden? Hä? Ja. Kann's losgehen? Wie oft wollt ihr noch fragen? Zum Sumpf. Der Fährmann, der ist auch etwas merkwürdig. Finde ich. Wald in den Sümpfen. Oh, hier gibt es noch diese blöde Pflanze. Mann, fällt mir gerade ein. Wann waren wir hier vor ein paar Parts? Ich weiß gar nicht genau. Da hat die uns ja ordentlich zugesetzt. Wenn wir die killen können, dann kriegen wir auch noch wieder eine Belohnung. Ja?
wie einem das Gefühl vermittelt wird, dass man beobachtet wird. Oi. Was gibt's? Nichts. Lebt wohl. Das Wasser scheint aufgewühlt. Moment mal, wieso soll ich jetzt... Noch einmal verfolgen, beenden. Ach so, es sagt nur, ja. Okay, es zeigt uns also nicht genau an, wo. Naja, ein neuer Kunde? Das wäre dann noch zu einfach. Oder haben wir das jetzt schon? Haben wir das schon gesammelt? Zeigung. Wolfsbann. Schildkraut. Eins haben wir davon. Davon brauchen wir noch mehr. Vielleicht kann das hier einfach kaufen. Das wäre doch mal... Was, du hast deine Katze verloren? Wenn ich erwachsen bin, werde ich Barfrau. Hallo. Wäre es, wenn ihr hier sesshaft würdet? Wir könnten einen Krieger zu unserem Schutz gebrauchen. Ba, ba, ba. Seid gegrüßt. Ba, ba. Ba, ba. Grüße, hoher Herr, Grüße. Was ist mit euch? Jetzt nix, aber als ich 6 war, ist mir ein Ziegelstein auf den Tisch gefallen. Ich hab das Spiel gespielt, wo man einen Ziegelstein in die Luft schmeißt, bis 5 zählt und rennt, dass er einen nicht trifft. Zählen konnte ich noch nie gut. Die sagen, der Ziegelstein hat mich dumm gemacht. Falls ihr wohin müsst und Hilfe braucht, dann seid ihr hier richtig. Naja, ich verirre mich nie nicht. Heute muss mein Glückstag sein. Erzählt mir von dem Sumpf. Der Sumpf ist groß und tief und die Stechmücken pieksen einen in den Arsch. Wer wohnt in dem Sumpf? Druiden, Ziegelbrenner, Holzfällern, Ungeheuer haben wir hier und Mücken haben wir auch. Ja, was wollt ihr wissen? Alter, der Typ hat's echt nicht mehr alle. Na naja, okay, während du einen Ziegelstein auf die Birne kriegst. Erzählt mir von den Ziegelbrennern. Ziegelbrennerer, das ist wir. Genau da unten liegt das Dorf. Da findet ihr die Älteste, zu dem müsst ihr gehorchen. Wir tun Ziegel machen. Wollt ihr noch was wissen? Wo finde ich die Holzfäller? Baba, Holzfäller sind immer da, wo sie fällen. Wo denn sonst? Und wo genau fällen die? Südlich vom Ziegelbrennerdorf. Folgt dem Pfad an der grässlichen Höhle vorbei, bis ihr die Sümpfen seht. Oh Mann. Was ist mit Ungeheuern? Ungeheuern haben wir ganz viele. Irrlichter und Mammons, die wo brave Ziegelleuten dann nicht nach Hause gehen können, wenn sie ein bisschen Dings gebumst haben. Außerdem haben wir Widerscheinungs- und Bräunlings mit den kleinen roten Mützen. Noch etwas? Noch was Stechmücken. Halt er mit seinen Mücken. Habt ihr was von Stechmücken gesagt? Verdammt summende Blutsaugern, jedes Jahr immer mehr. Die vielsten findet ihr beim Turm. Turm? Jep. Gehst du gerade nach Westen und dann bei der Hütte Süden. Da kommt ihr zum Magienturm. Der ist aber abgeschlossen und nix als elende Stechmücken. Und ein paar Gelomse sind da. Gelomse? Okay. Wo kann ich die Druiden finden? In der weitesten Ecke vom Wald mit total schönen Bäumen und wilden Bestien.
die da nur so sitzen mit den Druiden. Es geht direkt nach Süden, Westen, aber ihr müsst an den Hölzeren vorbei oder an einem Weg nehmen, einen anderen Weg nehmen. Ja. Heieiei. Lebt wohl. Heieiei. Er hat auch ordentlich einen auf den Deckel gekriegt. Es sind immer mehr Elfen in der Gegend. Ich fürchte, sie planen Böses. Quatsch. Jetzt konnten wir die Geburt von Drillingen feiern. Ein gutes Omen. Okay. Hallo. Wie wäre es, wenn ihr hier sesshaft würdet? Nee. Hat schon mal einer vorgeschlagen. Hier in der Nähe hausen einige hinterlistige, skrupellose Holzfäller. Aha. Alte Straße. Moment, das blinkt blau. Wieso blinkst du blau? Der schickt uns zum Hä? Naja. Wir müssen erstmal Schilfkraut, oder wie es hieß, finden. Wir gehen mal hier rein. Eine Frage, wie finde ich das? Da liegt eine Leiche. Leuch können wir nicht nehmen. Dann bleibt der Alter liegen. Au. Nee, auf die Pflanze habe ich jetzt keine Lust. Wer stapelt hier so säuberlich das Brennholz? Ach du Scheiße, ist das Blut? Was ist das? Ja auch. Fein säuberlich gestapelt und wir kommen nicht in die Hütte rein. Oh, hier kommen wir. Okay. Klopf, klopf. Ist hier jemand? Jo. Hi. Ach. Was wollt ihr, Junge? Ich will mich nur umsehen. Wenn es sein muss. Ich hab schon wieder Hunger. Er ist da. Wir nehmen das Buch mal mit. Ich speichere mal und dann gucken wir mal, ob wir die Pflanze gekillt kriegen oder ob die uns umlegt. Wo war die? Hier irgendwo, oder? Da. Durch den Baum, willst du mich verarschen? Kampf gegen Ungeheuer. Aua. Na, das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Manu. Das habe ich mich jetzt vertan. Was ist das? Ach, das war Quinn. Okay, deswegen. Na gut, wir versuchen das nochmal. Okay, das war jetzt das Falsche, aber egal. Bumm. Ah, Mist, zu früh. Das wird nichts, nein. Okay, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Ist das hier ein Toter? Egal. Das war's für heute. Wir machen beim nächsten Mal hier in der Hütte weiter. Und ich sage erstmal bis dann. Und ciao.